Hallo und herzlich willkommen, liebe Billardfreunde. Ich melde mich heute von dem Bear Custom Cues Open 1996 aus Kirkel, gelegen zwischen Homburg und Saarbrücken, also an der französischen Grenze. Und Sie sehen es im Hintergrund, wer sich hier gegenübersteht, nämlich dieser Mann, Oliver Ortmann, der amtierende Weltmeister im Neunball und sein Herausforderer, so könnte man vielleicht sagen, der Underdog, Christian Reimering. Aber wenn man so will und wenn man Matches zwischen den beiden schon einmal beobachtet hat, Christian Reimering ist vielleicht ein Angstgegner von Oliver Ortmann, denn schon sehr oft hat Ortmann überraschende Niederlagen gegen Christian Reimering einstecken müssen. Ich erinnere dann nur an ein 7:6 und 7:6 bei der Weltmeisterschaft 1993 in Deutschland. Eine bittere Niederlage für Ortmann und vielleicht das am nächsten zurückliegende Match. Eurotour in Fürth, dort konnte Christian Reimering 8 Partien in Folge an- und ausmachen und schickte Oliver Ortmann so nach Hause. Ortmann hört es mit Sicherheit nicht gerne, dass ich hier Christian Reimering als seinen Angstgegner bezeichne. Darauf angesprochen leugnet er dies natürlich. Und heute wird er alles daran setzen, zu zeigen, dass er hier als amtierender Weltmeister auch das Geschehen am Tisch beherrscht. Die Regeln des Neunball sind einfach, Sie wissen es mit Sicherheit, liebe Zuschauer. Gespielt werden die Bälle der Reihe nach von der 1 bis zur 9. Der Spieler, der die 9 versenken kann, hat das Spiel gewonnen. Die letzten zwei Bälle am Tisch für Oliver Ortmann, ein leichter Stellungsfehler hier am Schluss. Da kommt er vielleicht mit dem Tempo dieses Tisches nicht ganz zu Rande. Noch ganz im Stile eines Champions meistert er auch diese Situation und versenkt die alles entscheidende 9 in jedem Spiel zum 1:0 aus seiner Sicht. Man ist ja hier umgezogen für die Halbfinalspiele in diese Mehrzweckhalle in Kirkel. Die Vorrundenspiele ganz in der Nähe in St. Ingbert und in Homburg. Demzufolge müssen auch diese beiden Spieler, Oliver Ortmann und Christian Reimering, auf dieses neue Tuch, ganz frisch überzogen natürlich die Tische und dementsprechend schnell ist der Lauf der Bälle auf dem grünen Filz. Diesmal kein Ball gefallen für Oliver Ortmann. Der Applaus der Zuschauer gilt hier dem Nebentisch. Dort wird das andere Halbfinale gespielt, von dem wir etwas später auch noch Bilder zeigen werden. Und Oliver Ortmann musste jetzt vom Brett. Die Chance für Christian Reimering, den 24-Jährigen aus Kiel. Einige sehr gute Ergebnisse dieses Jahr. Ich möchte da nur einmal seinen dritten Platz nennen bei der Eurotour in Tschechien. Und er lag dort nur ganz knapp Mika Immonen in diesem Halbfinale. 15:14. Ein Drama spielte sich ab. Mika Immonen unterlag dann klar und deutlich im Finale in Tschechien bei der Eurotour Oliver Ortmann, den wir ja im Moment hier sehen. ...1995 war das große Jahr des Oliver Ortmann. Souverän beherrschte er die Poolszene in Europa. Hier eine wunderbare Kombination. Das ist eine Sonderregel des Neunball.
Prinzipiell müssen die Bälle der Reihe nach gespielt werden, aber in einem solchen Fall die niedrigste Kugel angespielt, es war die 2 und die 9 vorzeitig versenkt. Das ist ebenfalls ein Punktgewinn und somit das 3:0 aus der Sicht von Ortmann. Ich sprach es an, 1995, das Jahr des Müncheners, dort holte er seinen Weltmeistertitel im Neunball. In diesem Jahr ist es etwas ruhiger geworden, nicht ganz die großen Erfolge, insbesondere bei der Eurotour, abgesehen von dem einen Titel in Tschechien. Aber das Jahr 1996, das beherrscht eher Ralf Suké. Möchte auf dessen großen Sieg verweisen beim Challenge of the Champions in den USA. Dort holte sich Suké die ganz große Börse von 50.000 Mark. Und 1996 hat Ralf Suké, der Mann aus Ingolstadt, Oliver Ortmann vielleicht etwas aus dem Rampenlicht verdrängt. Immer wieder Stellungsfehler von beiden Spielern. Da müssen sie dem neuen Tuch, dem unbekannten Material, Tribut zollen. Immer schwer für die Akteure, die erste halbe Stunde auf einem solchen unbekannten Tisch. Nur noch 3 Bälle am Tisch, die 7 bereits vorzeitig versenkt. Kein Problem. Für Christian Reimering. Wir haben wieder einen kleinen Sprung gemacht. 6:2 inzwischen der Spielstand für Oliver Ortmann. Ein guter Break hier von ihm. Die weiße zentral in der Tischmitte, dort wo sie idealerweise immer nach dem Break liegen sollte. Und auch die 1 wunderbar spielbar in der Nähe der Ecktasche. Eine kleine Schwierigkeit tut sich da auf. Es ist die Stellung auf die blaue 2, die als nächstes zu spielende Kugel nach der 1. Und da in etwa möchte Ortmann mit der weißen wieder hin. Die blaue 2. Knapp neben der 1 an der oberen langen Bande. Problem wird sein, die weiße vorbeilaufen zu lassen an der 5, der orangenen Kugel unten. Genau dort, wo diese Kugel sich befindet, dort würde natürlicherweise die weiße entlanglaufen und natürlich den Weg der Spielkugelbremsen, wunderbar gemacht von Ortmann. Ideal an der orangenen Kugel vorbei. Jetzt muss er hinauf mit der weißen zur roten 3. Spielt er die 2 dünn, bleibt sie an der 6 hängen. Er entscheidet sich anders, den Bankshot, den Einbänder. Und Konsequenz daraus, ideale Position. Da betrachtet sich Ortmann die vorletzte Kugel, die schwarze 8, könnte jetzt lösen, um 8 und 9 etwas weiter auseinander zu schieben, hätte aber danach eine schwere 5 gehabt. Hier entscheidet sich anders.